Im Stadtmuseum in Einbeck, unter dem Dach des Museumsgebäudes auf dem Steinwege, hat jetzt in zwei neuen Magazinräumen die umfangreiche Sammlung der heimatvertriebenen Patschgauer eine neue Heimat gefunden. Der Vorsitzende des Heimatvereins Patschgau und Umgebung, Leo Schiller, dankte bei einer Festveranstaltung im Alten Rathaus den Förderern für die Unterstützung. Die Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe in der niedersächsischen Staatskanzlei, Doris Schröder-Köpf, nannte die Schaffung der Magazinräume ein vorbildliches Signal, die Erinnerung wachzuhalten. Vor allem, weil die Heimatsammlung nicht 1946 stehen bleibe, sondern mit der Ausstellung Angekommen, aufgenommen im Stadtmuseum einen Gegenwartsbezug habe. Doris Schröder-Köpf, hier links mit Bürgermeisterin Dr. Sabine Michalek und Museumsleiterin Dr. Elke Hege, hofft, dass die Sammlung in den Magazinräumen zum Anlass für eine vielfältige Begegnung mit der Geschichte wird. Darstellungen des alten Patschgaus, archivierte alte Zeitungen, über 700 Bücher und Schriften, rund 150 nach Sachgebieten ausgerichtete Ordner, historische Fotos und Gemälde beherbergen die Magazinräume. Aber auch Puppen mit hoher emotionaler Bedeutung dokumentiert die Sammlung. Hinter jeder steckt eine persönliche Vertreibungsgeschichte. Den Bezug in die Gegenwart schlägt die seit 2011 bestehende Ausstellung Angekommen, aufgenommen im Stadtmuseum Einbeck. Sie ergänzt die seit 2007 im Museum zu sehende Patschgauer Heimatstube.